Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns Events angucken. Events sind sozusagen die andere Richtung, also nicht von der Video Component irgendwas zu unserem Template, sondern eben Richtung vom Template zur Video Component. Und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man sich vielleicht denkt, denn das Ganze geht relativ simpel über die Events. Und Events kennen wir eigentlich schon zumindest grob aus JavaScript. Die werden hier relativ ähnlich übernommen, sag ich mal. Und ja, wir können das einfach so einbinden. Allerdings hat Angular hier ein bisschen was angepasst. Es geht ein bisschen leichter und zwar mit Klammern. Und zwar sagt man hier einfach Klammern und dann eben, was man gerne haben möchte. Das heißt Klammer und wenn man auf irgendwas draufklickt zum Beispiel oder Klammer und Can Play oder Cancel, Close, keine Ahnung, all diese möglichen Sachen. Double-Click geht natürlich auch. Ja, ihr könnt ja einfach mal durchgucken. Wie gesagt, die muss man eigentlich nicht alle machen. Maus Down, Maus Enter. Ihr kennt die meisten sowieso schon aus den JavaScript-Events. Und ja, die haben sich eigentlich auch nicht wirklich geändert. Alles in normalen, runden Klammern kann hier verwendet werden. Das heißt, wir wollen hier jetzt zum Beispiel einen Klick haben. Und dann führen wir eben eine Funktion aus. Das heißt zum Beispiel MyClickHandler. Klammer, Klammer. Die sind irgendwie so. Also Händler bezeichnet man immer irgendwie so ein Klick-Händler oder generell irgendwas, was verarbeitet. Ja, Klick wegen Klick und meiner, weil es eben meiner ist. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Fehler, denn wir finden diese Methode nicht. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Man kann das Ganze nämlich über Alt einfügen, ist es. Generate, also Alt einfügen, würde auch funktionieren. Und dann hier tatsächlich einfach Override Methods. Nein, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Egal, ich mache es normalerweise immer andersrum. Ich kreiere zuerst die Methode und dann mache ich das Ganze hier in der Component, dass sie quasi ein Event triggern kann. Deswegen machen wir das jetzt einfach auch mal so. Und zwar sagen wir hier einfach, wir erstellen uns jetzt hier einfach mal die Funktion. Wir können sie ja kopieren, dann geht es schneller. MyClickHandler und das ist so nicht korrekt. Dankeschön. So. Klammer, Klammer und hier einfach irgendwas tun. So, und was wir jetzt hier zum Beispiel tun können, wäre hier die Länge auf, keine Ahnung, Länge plus 1 zu setzen. So, das heißt, wir vergrößern einfach mal die Länge. So, jetzt haben wir natürlich hier die Länge nirgendwo drin stehen. Das heißt, wir wollen hier natürlich auch noch die Länge ausgeben, damit wir irgendwas sehen können. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Seite wieder an. So, wir haben hier zum Morpheus Kanal und dann eine 5. Wenn wir jetzt hier irgendwo auf den Paragraphen draufklicken, dann, achso, jetzt habe ich das auf den Link gelegt. Ja gut, wenn wir jetzt natürlich auf den Link klicken, okay, ich kann es einfach mal ganz kurz machen. Und zwar, wenn wir auf den Link klicken, dann sehen wir hier ganz kurz, erhöht sich das Ganze auf 6. Und ja, wenn wir halt wieder zurückgehen, klar, wieder auf 5. Ich glaube, ich schiebe das aber mal ganz kurz woanders rein und zwar direkt in den Paragraphen. Dann kann man es vielleicht auch besser sehen. So, okay. Und ja, jetzt haben wir es quasi direkt auf dem ganzen Paragraphen liegen. Das heißt, egal wo ich draufklicke auf den Paragraphen, ihr seht es hier, ich mache mal kurz ein bisschen größer. Wenn wir hier draufklicken, dann erhöht sich eben die Zahl um 1. Ja, das Ganze ist natürlich nur temporär. Das heißt, wenn ihr das wirklich irgendwie speichern wollt, den Zustand, dann müsst ihr das irgendwie serverseitig lösen oder in einen Cookie reinschreiben. Ansonsten ist diese Information, sobald man die Seite neu lädt, natürlich wieder verloren. Aber wie ihr das macht, also in Cookie reinschreiben, erfahrt ihr in meiner JavaScript-Serie und ja, serverseitig kann man zwar auch JavaScript oder Angular benutzen, machen wir aber hier tatsächlich erstmal noch nicht. Das wird noch irgendwann demnächst kommen. So, ja, und das ist eigentlich auch schon tatsächlich das. Also wie gesagt, probiert euch hier einfach mal durch, welche Events ihr alle findet, welche ihr cool findet. Maus Down zum Beispiel ist, wenn man die Maus runterdrückt, Maus Up triggert erst, wenn die Maus wieder hochgeht. Und ja, es gibt sehr, sehr verschiedene. Ich habe sie ja gerade vorhin kurz gezeigt. Und dann einfach so einen Klickhändler hier irgendwo reinschreiben und dann könnt ihr machen, was ihr wollt in eurer Klasse tatsächlich. Okay, das war's von meiner Seite zu Events erstmal wieder. Wir werden natürlich noch mehr machen. Es gibt noch mehr dazu, aber das waren jetzt erstmal die Basics und alles der Reihe nach. Gut, wir hören uns. Bis dann. Ciao.